Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute mache ich vielleicht so ein bisschen Mischmasch, aber eins nach dem anderen. Ihr wisst noch, ach, das habe ich hier noch gut verpackt. Peter, es tut mir echt leid, aber jetzt kann ich das erst lackieren, da ich ja so lange auf die Farbe gewartet habe, werde ich das Teil jetzt lackieren. Das geht auf jeden Fall an, dass Peter auch seinen Auspuff zurückbekommt. Ich hatte Lack bestellt. Lässt sich gar nicht so gut auspacken. Ah, hier. Man findet doch alles. Und zwar einmal, zweimal Glanzlack. Habe ich extra zweimal geholt. Man braucht es ja doch hin und wieder. Jetzt ist es so, bisschen anwärmen. Dann gehen wir raus und werden das Hitzeschutzschild auf jeden Fall fertig lackieren. Explorer Spin. Ich hatte noch einen Rest Sprit hier zu Hause. Den habe ich jetzt hier reingemacht. Ja, vielleicht ungefähr ein halber Tank. Gestern ist mir ja was abhandengekommen. Die schöne Drohne. Und ich hatte ja eine Suchaktion gestartet. Die ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, ich komme heute dort nochmal hin. Und dann mache ich aber richtig schöne, oder was heißt schöne, dann mache ich Suchaufnahmen mit der Drohne. Das heißt, wenn ich mit dem bloßen Auge diese Drohne nicht finde, vielleicht schaffe ich es über die Kamera von der Suchdrohne. Ja, zwei Sachen, die ich jetzt zu erledigen habe. Der Piaggio Zip muss noch mal einen Tag warten, aber dann geht es damit auf jeden Fall weiter. Mir ist jetzt noch mal wichtig, solange es trocken ist, dass ich vielleicht das Glück habe und die Drohne aus heiterem Himmel doch irgendwie noch sehe und finde. Als erstes geht es jetzt aber um den Auspuff. Der Rest wird jetzt lackiert, dass das auch schön durchtrocknen kann, dass ich es verpacken kann und dann Absender nach Peter zurück. Okay. Farbe ein bisschen aufwärmen. Tuch, Bremsenreiniger. Für solche Flächen reicht auf jeden Fall Bremsenreiniger. Da braucht man nicht mit Silikonentferner arbeiten. Für große Flächen wäre es okay, aber nicht für solche kleinen Flächen. Gut, normalerweise sollte man sich auch Handschuhe anziehen. Aus dem Grund, weil Hände übertragen ja auch Fette wieder. Aber da ich hier mit Bremsenreiniger meine Hände im Grunde trockne und selbst auch reinige, sollte da nichts dran kommen. Ja. Schön Lack drauf.
Fertig. Klarlack bringe ich jetzt keinen mehr drüber. Es ist jetzt dreimal mit Schwarz überlackiert worden. Und es ist ja Glanzlack. Ich denke mal, das sollte okay gehen. Jetzt heißt es natürlich noch trocknen lassen. Es sieht dementsprechend aus. Sieht nicht aus wie neu, aber ich sage mal 80% davon. Und somit trocknen lassen, anschrauben, alles schön verpacken und dann soll es langsam zurückgehen. Ja, schauen wir mal, wie schnell wir das hinbekommen. Das Wetter lässt einiges zu wünschen übrig. Das heißt, mit der Drohnensuche, ich weiß nicht, ob es heute klappt. Ich lasse es euch wissen, wenn es sein sollte. Von daher, macht's gut und einen schönen Montag. Tschüss.